Die größte Wasserstoffzugflotte der Welt, ein Meilenstein der Verkehrswende. So hörte sich das noch im Dezember 2022 aus dem Mund von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir bei der Einweihung an, bevor das begann, was wir hier das Taunusbahndesaster nennen. Von den 27 angekündigten Wasserstoffzügen sind nach wie vor nicht alle geliefert. Auch die, die da sind, sind erstmal nicht alle zuverlässig gefahren. Die alten Dieselfahrzeuge waren aber schon verkauft und so nahm das Elend seinen Lauf. Seit Monaten des Pendlers Albtraum, Schienenersatzverkehr, dazu noch eine haarsträubende Informationspolitik, eine App, der man nicht trauen kann. Anschluss gefährdet, ist doch wunderbar. Kein Wunder, dass alle, die es können, inzwischen wieder aufs Auto umsteigen. Im Rhein-Main-Gebiet kommt aktuell jede 8. S-Bahn zu spät. Fast jede 2. Taunusbahn fällt aus. So funktioniert die Verkehrswende nicht. Aber woran liegt's? Sicher sind hier vom RMV auch Fehler gemacht worden. Betreiberwechsel und zu schnelle Umstellung auf eine absolut neue Technologie ohne Backup-Szenario und Testbetrieb, alles gleichzeitig, da musste was schieflaufen. Aber das Grundproblem ist, dass Hessen seit Jahren den ÖPNV kaputt spart. Und das sieht man auch an den Zahlen. Erst seit knapp 10 Jahren gibt das Land überhaupt eigenes Geld zu den Bundesmitteln dazu. Aber auch nicht genug. Zu jedem Euro vom Bund gibt Hessen aktuell 21 Cent dazu. In Bayern sind das immerhin 1,10 Euro. Damit ist der ÖPNV in Hessen absolut unterfinanziert. Die SPD will das mit den besten Kräften für Hessen nach der Landtagswahl am 8. Oktober ändern. Denn für uns ist die Verkehrswende Herzenssache.